Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic mit dem What the Fuck irgendwo da Servus. hinten und dem Tütendackel. Hallo. Auch irgendwo da hinten. Hab mich versteckt. Ja, Hinter mir. ich kann eh nicht so weit durchgucken. Ich sehe nur irgendwas Gelbes, aber mehr kann ich auch nicht erkennen. Ja, wie gesagt, wir bauen hier nach wie vor. Ach so, ich starte mal wieder, ne? Die Zeit? So, ja. Ja, okay, weiterbauen. Ja, guck mal, die waren schon alle am Bauen. Ne, ich hab wieder abgebaut, also Nee, von ich habe noch daher. nichts gebaut. Ja, ach komm, ist ja nicht so schlimm. Ne, bap. Ich hoffe, ich Erstmal komme hier mein. überhaupt noch raus. Ja, so. Okay, dann verkabeln wir mal und dann können wir mal gucken, wie wir das irgendwie hübsch machen können hier. Moment, Muss man der greifen? muss in die Richtung und Den die Richtung und der muss in die Richtung. könnte ich auch nehmen. Muss in. So, fahren müsste es eigentlich. Ich glaube, ich mache das mal Glaube ich so. jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher. Kenne Aber ich dieses müsste Gefühl. eigentlich müsste ich jetzt auch mal ganz kurz draußen Probe fahren, weil ich muss die Geschwindigkeit einstellen von dem Motor. Ich würde sagen, das machen wir dann, können wir gerne machen. Machen wir dann aber gleich kurz in der Pause zwischen. Na toll, jetzt bin ich gerade schon draußen am Arsch der Welt Ach irgendwie und bin so. da ganz hingelaufen. Jetzt gehe ich extra wieder zurück. Ist in Ordnung. Nein, wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, dass wir das kurz vorm Pause. Es Rennen. gibt keine Pausen hier. Es sind ja Nur ohne pausenlos im Pause geht's hier Einsatz. weiter. Ohne Pause geht's hier weiter. Pause. Was ist das? Das ist sowas wie Urlaub, ne? Ja, weil er da frisch aus dem Urlaub kommt. Ist halt im Oh, ihr seid doch nur Pausenmodus. neidisch. Ihr seid doch nur Ja, neidisch. absolut richtig. Ich Ja. bin zu 100% neidisch. Ich Ist ja will auch auch endlich gut. Urlaub. Kann da doch nichts für. Muss mit deinem Chef sprechen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Mein Chef hat mir durchaus Urlaub genehmigt, bloß es dauert noch. Ja, siehste, da, das ist jetzt, also. Ja, trotzdem Ja, darf ich da. neidisch sein. Nur weil wir mit unserem Chef sprechen, fährt deine Frau doch nicht mit uns in Urlaub. Warum meine Frau? Was hat meine Frau damit zu tun? Die soll nett sein, habe ich gehört. Ja, eben, die ist. Eben, so sieht's aus. Ohne deine Frau wäre der Urlaub auch nur halb so nett gewesen, bestimmt. Das stimmt. Siehste? Und Aber die dann ist nur glaubst so du wohl nicht, nett. dass ich dann alleine fahre? Das wäre blöd, oder? Also gerade klug wäre es auf jeden Fall mal nicht. Nee, macht man nicht auch. So. Muss ich also schon Angst um meine Frau haben? Angst würde Nö. ich das jetzt nicht nennen. Würde ich auch so. Nicht so. Also so würde ich. Was habe ich denn Nein, würde da? ich auf gar keinen Fall so nennen. So. So, dann brauchen wir einen Schalter. Nee, das bringt mir auch nichts. Dann brauchen wir den. Wen brauchen wir denn hier? Den Vierer? Bringt der mir was? Nee, den Fünfer brauche ich. Ja, so, den Fünfer. Absolut. Und jetzt reicht mir hier der Dreier. Wo habe ich? Da habe ich. Und jetzt machen wir mal hier. Ach, verdammt. Falsch rum. Und dann muss hier irgendwo noch ein Switch ran. Wo kriege ich denn hier einen Switch ran? Was haben wir denn hier für einen? Den. Irgendwie glaube ich, ja, Unfug gemacht zu haben. So, das ist gut. Ah, deswegen. Wollte Oder gerade Mensch. fragen, willst du jetzt einen zeitlichen Aufschub damit? Meinst du mich? Ja. Nö. Das ist eine re die Also reine jetzt. Feststellung, dass ich glaube, für Unfug gemacht zu haben. Ach so, ja dann. Ja, wie geil. So muss Damals das haben wir da sein. immer einen für den Kochen mit dem Kochlöffel mit. Wenn wir Unfug gemacht haben. Kann man durch diese Aussage jetzt auf deinen gelernten Beruf schließen? Was? Nee. Ich bin Elektriker. Der hat mit Kochlöffeln recht wenig zu tun.
Ja, hätte sein können, dass du gelernter Koch bist. Sowas gibt's. Ja, kann ich auch Koch zwar nehmen. sehr gerne, aber ich bin kein Koch. Na komm, so, go, jetzt nochmal nach hinten. Und, ah, verdammt. Ach, ich Ah. mach schon wieder Unfug. Mann, Mann, Mann. Ah, warte mal, vielleicht, geht noch, Schwein gehabt. So. Bin gerade echt wieder am Ruckeln, wie sonst was. Ja, also hier auch ein bisschen, das merke ich jetzt auch langsam. Langsam ruckelt es ein bisschen mehr, ne? Okay, bei mir geht's Ja. tatsächlich. Also es ist, nein, korrekterweise ist es nicht ruckliger als vorher auch. Ja, bei mir ist schon. Beim Lackieren teilweise schon sehr schwer anzuvisieren. Ja, also ja, besser wird es hier gerade auch nicht. Ich weiß gar nicht warum, weil ganz so stark sollte die Rennbahn, die angeschweißte, das Spiel ja auch nicht mitnehmen. Mal Nee, gucken, irgendwie vielleicht nicht. können wir auch gleich gar nicht richtig fahren. Aber ich lackiere jetzt auch. Vielleicht trägst du auch halt einfach nur ein bisschen die Farbe auf. Hast du mal drüber nachgedacht? Ja, das ist schon okay so. Ah. Diese Unterstellung. Ich meine ja nur. Ich finde, es sollte noch irgendwie einen Knopf geben, mit dem man so im Controller Dinge sofort instant auf null zurücksetzen kann. Willst du auf null zurücksetzen? Na, die Gradeinstellungen. Ja, ist okay so. Dann hat das hinten auch funktioniert. Jep, hat auch funktioniert. Sehr schön. Ah, nee, okay, dann machen wir das. So. Oder Wieso passieren da genau Dinge? andersrum. Meint Ach ihr so. denn so? So. Hallo? Jetzt. Ihr müsst sprechen. Es ist Ja, ein Let's Play, ein kommentiertes. Einfach mal. ich denk nur gerade nach. Das ist eben das Problem eigentlich an diesem Genau. Format. Ey, das Das. Letzte, was? Das Letzte, was die Leute sehen wollen, sie denken, Let's Play. Aber du sagst ja selber nichts, das ist ja dann schön. Weil ich euch auch mal die Chance geben wollte. Ach so, ach so. Das ist Ja, sehr du wolltest durchaus uns also einfach nicht lobenswert. ins Wort fallen, Wenn du schon nichts ins sagst, Wort dann, fallen. wenn du schon nichts sagst, musst du wenigstens nicht um Ausrede verlegen sein. Das ist dann das Zweitwichtigste. Okay, dann habe ich jetzt was dazugelernt. Ja. Moment, ist der Schalt jetzt aus oder an? Du hast jetzt 3 Wochen hier, hast du nichts gesagt. 4 Wochen sogar nichts gesagt. Siehste, jetzt bist du erstmal dran. What the fuck? Und ich habe ja 4 Wochen Vorsprung. Jetzt ist Genau. erstmal dein Job für die nächsten Wochen. Was? Ich soll jetzt 4 Wochen Alleinunterhalter spielen. Jo. Boah. Ach, ich finde, das hat was, ja. Und wir hören uns das dann an und dann können wir dir mal sagen, wie es uns gefallen hat. Und jetzt gerade ist es ja dürftig. Das liegt, weil ich noch so beeindruckt bin von gestern. Oh, das ist ja der Schleimbonus ist schon also. Nein, nicht. Weiß nicht, keine Ahnung, wovon er beeindruckt ist. Gibt's bei euch kein Burger King? Also kein mit Lieferservice. Das mit dem Lieferservice habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Heilig für ein Gerücht. Nein, die standen nur draußen vor der Tür, die 3 Smarts. Bin nicht gesehen. Da standen 3 Smarts vor der Türe. Wir liefern nach Hause. Da muss der Laden ja aber echt schlecht laufen. Nee, das war mal irgendwie so eine Aktion von Burger King. Die wollten da mal irgendwas machen, aber ich frag mich nicht.
Also wir haben auch tatsächlich liefernde Burger Kings bei uns. Und zum Glück liefert keiner bis zu uns. Bin ich tatsächlich sehr froh drum. Weil du sonst zu oft bestellen würdest. Ja. Das muss ich leider gestehen. Das ist natürlich so eine Sache. Wo liegen wir eigentlich bei der Zeit? Wir haben noch 10 Minuten. Ah, zum Glück. Mein Fahrzeug sieht zwar nicht schön aus, aber es funktioniert. Ja, das würde ich auch gerne über meins sagen können. Ja, ich weiß nicht, ich darf ja keine Probefahrt damit machen, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es funktioniert. Ja, und dann ist es zu spät, dann kann ich nichts mehr daran ändern. So. Weißt du, du durftest in der ersten Folge damit eine Probefahrt machen, konntest jetzt 2 Folgen umbauen und wir dürfen nach den 2 Folgen eine Probefahrt machen und dann geht's nicht. Ich habe nur Vorwärts- und Rückwärtsgang getestet. Ja? Das kannst du auch in der Garage, mache ich auch gerade. Dafür habt ihr auch die... Scheiße! Oh, hat da jemand einen Motor angemacht und vergessen, ihn an den Sitz anzuschließen? Nee. Ich glaube, die Motoren sind noch ein wenig zu stark für mich. Ich komme jetzt gerade runter. Wieder. Hä? Hat sich rausgeschleudert oder was? Er hat abgehoben. Es bewegt sich immer noch. Warum? Hör auf! Nein, echt? Es bewegt sich immer noch. Das ist nicht normal. Wo ist... Ich will meine Garage. Ich will meine sichere Garage. Da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt das nicht. Mit meinem Auto stimmt was nicht. Das ist nicht in Ordnung. Hast du es kaputt gemacht? Nee, ehrlich, warum hat er sich denn so verhalten? So, ich brauche doch keinen Knopf für den Motor, ne? Es reicht doch, wenn ich den direkt das Cockpit an den Motor anschließe, ne? Richtig. Den verstehe ich. Diesen Motor an Cockpit und Motor an Reifen. Ja. Und jetzt noch eine kleine Überraschung für unterwegs. Ich höre den Motor auch gar nicht. Ach so, ich sitze noch auf dem Lift, deshalb. Ich probiere das jetzt doch mal eben draußen aus, weil ich bin sonst eigentlich fertig. Ich könnte jetzt nur noch 7 Minuten lang nichts machen. Deshalb, das muss ich jetzt gerade in den Griff kriegen. Der hat mich mal eben kurz bis an den Horizont katapultiert. Okay. Darf ich mal fragen, welchen Motor du verwendest? Engine 2. Okay. Ich bin... Nein! Doofe Idee. Ich bin noch bei 3. Ich glaube, ich werde es auch noch mal ändern. Du bist noch bei 3? Echt jetzt? Ja. Ich schlage jetzt gleich irgendwann wieder unten auf. Okay, ihr macht komische Dinge. Bauen nur komische Motoren ein. Also ich habe die ganz normalen Standard... Das Dumme ist, mein Auto überschlägt sich immer noch, obwohl es gelandet ist. Das ist ganz komisch. Es hört gar nicht mehr auf, sich zu überschlagen. Alles klar. Okay, da kommt jetzt ein normaler Motor rauf. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann versuche ich irgendwie zurückzukommen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und ich habe nur den Elektrikmotor genommen. Mit Gas Engine wäre ich jetzt wahrscheinlich tot gewesen. Ich habe die Gas Engine drin. So. Das ist, geht, also nein. Das geht gar nicht. Okay, sagst du also, ein normaler Motor sollte vollkommen reichen. Tja. Das sieht wohl so aus. Das ist aber echt krass, ey. Wahnsinn. So, ich muss mal eben kurz neu verkabeln. Und dann versuche ich mal wieder zurückzukommen zu euch. Der macht Probefahrten, ne? Ich habe Probeflug gemacht. Das war nur ein Flug. Das war keine Fahrt. Das ist auch was ganz anderes. Ach so, hätte ich das also als Flug vorhin verkauft, dann hätte ich das genehmigt gekriegt. Ja, klar. Ach so, sehr. Nee, okay, ich merke, also mein Fahrzeug funktioniert gar nicht so. Es kippt direkt vorne über, sofern ich ein bisschen Gas gebe. Das war ganz wichtig, dass ich jetzt die Probefahrt damit mache. Weil das kippt direkt, es überschlägt sich direkt, auch mit einem normalen Motor. Okay. Ja. Das überschlägt sich direkt.
So. Also da muss ich was machen. Ach nee. Ja, ich muss da auch noch ein bisschen was tun. Kann das alles bleiben, sonst. Back. Nein, falsch. Wow. Denn hier jetzt so? Ich brauche vorne mehr Gewicht. Das geht einfach nicht. Ich brauche vorne mehr Gewicht. Das Ding geht direkt. Das Ding, die geht direkt. Geht gar nicht. Wo soll ich denn hier Gewicht dran kriegen? So. In 4 Minuten nur noch. Was? So? Oh Gott, Hilfe. Hm? Ach, ich bin gerade über die Zeit. Ansage etwas überrascht gewesen. Muss noch lackieren, irgendwas. Irgendwie. Ja, ja. Also eigentlich haben wir nur noch 4 Minuten. Ich lackiere so schnell ich kann. Ich dachte, du wärst schon am Lackieren die ganze Zeit über. Nee, jetzt erst. Das hätte ich ja mal vorher gerufen oder so. Weißt du? Ach, kein Problem. Kriegen wir alles hin und wenn es blöd ausschaut, dann ist es halt so. Also rein technisch ist das Auto jetzt fertig. Ja, dann. Ob es auch so funktioniert, wie es soll, das sehen wir dann. Okay, ich habe ein Problem. Es funktioniert gar nicht, mein Fahrzeug. Okay, jetzt versuche ich mal zu euch zu kommen eben. Ah, doch, so geht's. Aber schnell ist anders auch. Ja, schnell bin ich, aber darf mich nicht aufs Dach legen. Dann stehst du halt wieder auf und rennst raus. So, okay, dann schnell wieder in die Garage. Boah, aber wie gesagt, Motorstufe 2 oder 3, vergiss es. Brauchst du gar nicht machen. Okay. Das geht gar nicht. Was für Blöcke hast du genommen? Ich hab keine Blöcke. Achso, ja, du hast das Geschenke genommen. Das Ding ist so leicht, das glaubst du gar nicht. Das wiegt gar nichts. Okay. Fahrzeug. Das ist wahrscheinlich auch genau mein Problem. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also, meins ist vermutlich, also ich bin der Einzige von uns, der noch keine Probefahrt gemacht hat. Machst du gleich. Auf jeden Fall. Solltest du auf jeden Fall. Unbedingt. Solltest du unbedingt. Das werde ich auf jeden Fall dann tun. Wenn ich das unbedingt sollte. Nee, ich will ja auch nicht direkt einen Überschlag machen. Das ist ja auch irgendwie dann für die Füße. Nee, wäre nicht so gut. Es sei denn, ich mache einen permanenten Überschlag, sodass ich mich purzel nach vorne bewege. Dann könnte man drüber reden. Das wäre auch wiederum richtig cool. Ich bin mal gespannt, was ihr da gebaut habt. So, die letzten 1,45 laufen. Da haben die Zuschauer ja einen Vorteil. Die können ja zwischendurch mal bei euch gucken. Ich einfach mal durch. Auf den Schlauch. Einfach mal durchsippen. Oh, ich brauche mal hier noch ein Zierde-Ding. Hoffentlich kriege ich das hin in der Zeit, das wäre schön. So, ich mache jetzt mal die Türe hier zu. So sieht gut aus. Soll ich für euch das Boxenluder spielen? Nee, wir fahren alle drei, ne? Oder? Ja, natürlich. Oder wir fahren gleichzeitig. Nee, wir fahren gleich ein richtiges Rennen. Ja klar, alles andere ist ja Unfug. Ne, die üble obligatorischen 45 Runden, ne? Genau. Mit einer kurzen Pinkelpause, oder? Oder ohne? Ich würde sagen, 2-Stopp-Strategie mit Reifen wechseln. Okay. Aber... Ach, jetzt weiß ich, was er da gebaut hat. Okay. Ich? Oder wer? Nee, what the fuck? Da, wenn du mal auf die Türe von seiner Garage guckst, siehst du da was Auffälliges. Ich war gerade etwas verwirrt. Wo gehen denn die beiden roten Strahlen hin? Ach so, die beiden roten Strahlen, ja, die mache ich mal aus, ne? Der hat ein Laservisier gebaut. Glaube ich. Zumindest. Ach, der macht hier mit Spurassistent. Sau, ey.
ein Cheater. Hallo, ich fahre einen Toyota RAV4 in der 2016-Variante. Ich kann nicht mehr Auto fahren, richtig. Alles klar. Dass du das sogar freiwillig zugibst, ist ja echt... So, in 15, 14, 13, ich bin fertig. 12... Bist fertig? Ja. Hier dann. Okay, ich möchte noch vier gelbe Sprühe machen. Dann zeigen wir die Autos in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir üben jetzt gerade alle nochmal auf dem Grasland, ne? Also auf dem Sand, ne? Oder? Nicht auf der Strecke, ne? Nein, einfach nur draußen, dass wir die Geschwindigkeit vernünftig einstellen können. Okay, machen wir das. Genau, alles klar. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Ciao.